Hallo und herzlich willkommen, verehrte Zuschauer. Heute gibt es einen PlayStation VR Doppelpack. Zum einen werde ich Everybody's Golf VR spielen. Wir schieben eine hoffentlich nicht ganz so ruhige Kugel auf dem Golfplatz. Und dann gibt es auch noch Blood and Truth. Das ist ja quasi jetzt die Weiterentwicklung von The Heist, was bei PlayStation VR Worlds mit dabei war. Dieser Demo-CD mit den unterschiedlichen kleinen Spielen. Und die beiden Spiele möchte ich heute ein bisschen genauer vorstellen. Wir fangen an mit Everybody's Golf VR. So. Sind wir hier unterwegs. Das Ganze sieht grafisch meines Erachtens durchaus recht schön aus. Da ist unser Caddy. Hallo. Bonsoir. Miyuki von der Rezeption. Mein Japanisch ist ein bisschen eingerostet, tut mir leid. Wir sind heute zum ersten Mal zusammen auf dem Golfplatz, oder? Juhu. Ich bin Rico, schön, dich kennenzulernen. Also schön, dann Machen wir mal. Okay. Wow, das sieht ziemlich cool aus hier. Jetzt sehe ich hier eine kleine Anzeige über das Loch, ne? Wo ich hin muss, habe hier meine Anzeige und gleich eins vorweg, was wichtig ist, ich spiele das Ganze jetzt mit dem Move-Controller. Ich kann das aber auch im Sitzen spielen mit einem ganz normalen Gamepad, also ich muss nicht im Stehen mit dem Move-Controller spielen, kann das aber machen und da gibt es ein ganz interessantes Feature. Wenn ich den Move-Controller nach unten mache, sehe ich hier quasi meinen Schläger. Sobald ich ihn nach oben mache, kann ich verschiedene Optionen wählen, ne? Kann meinen Schläger ändern, Ansprechmodus heißt quasi, jetzt kann ich noch Probeschwünge machen und sehe dann, oh, der würde darüber gehen. Das ist nicht so gut. Wenn es rot ist, dann treffe ich den Ball nicht. Wenn es blau ist, würde ich den Ball treffen. Und wir versuchen natürlich, den Ball zu treffen. Und da gibt es auch ein ganz cooles Feature, um mir zu sagen, dass mein Schläger jetzt auf der richtigen Höhe ist. Dann vibriert der Move-Controller leicht. Und damit weiß ich, okay, das ist die Höhe. Ich bin quasi am Boden mit meinem Schläger. Und wenn ich dann schlage, würde ich den Ball treffen. Und das ist ganz gut gemacht. Dann habe ich hier noch Kamera ändern. Was kann ich hier? Wow! Das ist ja geil. Das habe ich beim Tutorial noch nicht gesehen gehabt. Das ist schön. Da hat man einen schönen Überblick, ne? Wir fangen jetzt einfach mal an. Es ist natürlich nicht so wie beim Golf, dass man einen richtig krassen Schwung machen muss. Es reicht, wenn man seinen leichten Schwung macht, ne? Und? Guter Schlag. Ja, Bombe. Schau ich das mal an. Bernhard Langreck hier. Kann man nicht moppern. Weiter? Ja, okay, wäre besser gewesen, wenn wir gleich auf dem Grün gelandet wären. Hier dieses Raster, dieses Gitter zu beobachten, ist wichtig. Da sieht man quasi die Schrägen, je nachdem, wie diese Leuchtpunkte verlaufen. Wenn die von rechts nach links laufen, heißt, da geht es halt so schräg runter. Das war zu viel des Guten, ne? Das ist etwas, daran muss man halt einfach noch so ein bisschen arbeiten. Das muss man so ein Gefühl für entwickeln. Okay, jetzt sind wir drauf. Gute Annäherung, ist ein Par-3-Loch. Das heißt, mit drei Schlägen hätte ich eigentlich im Loch sein müssen. Ja, läuft nach unten, ist relativ gerade. Müsste recht gerade sein. Danke, danke für den Tipp. Da muss man schauen. Ja, ne? Umso mehr schräger ich den Ball treffe, umso... Wir probieren es jetzt einfach mal. Oh, zu viel! Ja, wenn das, der Ball in einem gewissen Bereich ist, das nah am Loch ist, dann geht er automatisch rein. Da heißt, war es ja auch so, dass am Anfang erstmal dieses Verhör war, ne? Ryan Marx. Ja, da, das hast du mit deiner Akte. Drauf geschissen. Ich bin kein Anwalt. Dann willst du jetzt? Jong? Zum Beef. Ich sage nichts ohne meinen Anwalt! Ich komme mir so klein vor irgendwie. Die Größenverhältnisse finde ich hier sehr komisch. Ich möchte jetzt loslegen. Gut. Wow! Zero, hier ist Nomad 2-1. Hat das Gelände erreicht. Ich gehe rein. Over. Ah, okay. Das ist nicht irgendwie, dass man sich frei bewegen kann. Man drückt halt einfach die Move-Taste und dann geht er dahin. Ja, das finde ich immer so ein bisschen. Scheiße!
Könnten auch darüber gehen. Wir gehen mal dahin. So. Bam! Take that! Homeboy! Wenn ich mit dir fertig bin, wird nicht viel von dir übrig sein. Ich kann das Schuss knacken. Ah, sehr schön. Dieter Dietrich. Das ist ja super. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich habe das Gefühl gemacht, ich habe das gemacht, was von mir verlangt wurde. Nein, nein. Nachladen. Das Nachladen funktioniert einfach nicht so gut, wie ich finde. Grafisch ist das echt schick, also das ist definitiv eines der schönsten PlayStation VR-Spiele. Geile Schrauben. Nein! Das ist cool gemacht. Oh, oh, Tschüss. Das macht Spaß, das ist cool. Ich mag diese Gimmicks mit diesem ganzen Gadget-Kram und man muss dann da irgendwie was knacken und so. Das ist toll, weil sowas funktioniert in VR. Das sorgt dafür, dass man sich einfach sehr schön mittendrin fühlt, ne? Weil sonst hat man immer so Minispielchen und da hat man halt wirklich das Gefühl, man macht es halt auch. Ja, soll ich dich erschießen? Okay, mach ich mal nicht. Bin gnädig. Soll ich das machen? Ich dachte schon, ich müsste mich selbst retten. Du Penner, na los! Ernsthaft? Ich hab echt gedacht, dass, das kann doch nicht passieren, weil Friendly Fire und so nicht aktiviert ist. Jetzt gehen wir da hin und schießen ihm nicht ins Gesicht. Stand by. Los. Also da bewege ich mich jetzt nicht. Ich gehe jetzt quasi hier so durch. Oh, das wäre meiner. Zum Glück habe ich nicht getroffen. Der hat mir voll in den Sack geschossen. Das ist wieder meine. Also das jetzt alles hier ohne mein Zutun. Aha, wieder meiner. Kann man die Motorräder auch zum Explodieren bringen? Oh! Ja, teilweise sind die Animationen dann schon so ein bisschen komisch abgehakt, ne? Vorsichtshalber noch mal ein bisschen mit einpacken. Hier mit dem Staub, schick. Haben wir jetzt mal abgeschossen? Ne, haben wir es geschafft. Schläger freigeschaltet. Beginnerschläger bietet toll, weniger Ballflug, lässt den Ball aber pfeilgerade fliegen. Super. Ui, das schaut toll aus hier. Das sieht schwer aus, aber sieht toll aus. Ein paar drei sieht man hier, ne? Drei Schläge sollte ich brauchen. Finde ich super gemacht, grafisch sehr, sehr schick. Wir lassen wieder Gras fallen. Ja, also Wind so ein bisschen schräg rüber meines Erachtens.
Was mir so ein bisschen hier fehlt, Everybody's Golfer hat ja auch immer so ein bisschen soziale Komponente gehabt, dass man andere Spieler auch mal sieht und gemeinschaftlich spielen kann. Das ist hier nicht der Fall. Ich kann anscheinend auch gar nicht mit anderen Leuten gegen die spielen. Also ich spiele wirklich nur gegen den Platz und was ich gegen das Loch halt. Also ich habe jetzt nicht andere Spieler, die dann auch auf dem gleichen Loch spielen und eventuell besser sind als ich oder schlechter. Ach, das war zu kurz. Aber es ist noch nichts verloren. Im Halbraff sozusagen. Das war nicht schlecht. Ah, okay, hätte besser sein können. Gut gemacht. Gut gemacht. Danke, danke. Loche ein für ein Paar. Loche ein für ein Paar. Ach, den Satz höre ich so oft von Frauen. Ah, ein bisschen zu viel. Aber ich bin definitiv der Meinung, man kann dafür ein sehr gutes Gefühl entwickeln. Ich bin jetzt hier auch noch relativ am Anfang, ne? Oh, Bombe! Geil! Muss man ziehen die Leiter. Das fühlt sich auch sehr natürlich an, das ist gut gemacht. Waffe wegstecken. Dietrich nochmal. Wunderbar, diese Tools. It's magic. Oh. Oh, der war doch drin, ey. Der war doch auch drin. Okay, scheiße, wir gehen weiter. Ey, boah, bin ich jetzt sauer. Schlechtestes Spiel ever. Oh, müssen wir da jetzt rein? Okay. Schön hier rumkrabbeln. Ah, das ist gut gemacht. Das ist echt gut gemacht. Geil, ein Präzisionsmodus gegen so extra fiese Typen. Das ist ja geil. Zeitlupen-Modus aktiviert. Hier. Sehr gut. Oh, jetzt wieder Präzisionsmodus. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr cool. Und da fliegt er in Zeitlupe hinter. Wow. Zwei Spiele mit PlayStation VR und beide haben mir richtig, richtig gut gefallen. Everybody's Golf VR finde ich sehr, sehr schick, macht sehr viel Spaß, hat tolle Kameras, funktioniert gut. Manchmal habe ich das Gefühl, der eine Schlag wird nicht ganz so gut erkannt, aber es ist trotzdem echt ein tolles, tolles Golfspiel. Der Nachteil ist, man kann es leider nicht mit anderen Leuten spielen. Es ist wirklich so eine Solo-Experience, soweit ich mitbekommen habe. Da gibt es keinen Multiplayer, man kann nicht mal mit anderen KI-Gegnern spielen. Das finde ich ein bisschen schade, aber das finde ich echt sehr cool, sehr beeindruckend, funktioniert gut. Und hier auch Blood and Truth hat ein bisschen viel Leerlauf, würde ich mir wünschen, es würde mehr Interaktivität geben, immer wieder mal. Aber dann die Interaktivität, die es gibt, finde ich richtig cool. Schlösser knacken, ballern, diese Präzisionsschüsse, mit der Umgebung ein bisschen interagieren. Das ist toll gemacht, sieht auch sehr, sehr schick aus. Natürlich ist es mehr so ein glorifizierter Moorhuhn-Shooter.
aber der ist gut inszeniert, hat tolle Grafik und ist, finde ich, ein tolles Showcase auch für PlayStation VR. Ja, zwei Spiele, von denen ich sagen kann, finde ich beide echt toll, haben mir beide sehr viel Spaß gemacht, kann ich beide empfehlen.